Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Forza Horizon 5. So. So, ich hatte noch ein bisschen weitergespielt, habe die ganzen Zonen alles hier gemacht. So, let's go. So, let's go. Oh. Einmal um die Insel. Welches Auto soll ich denn nehmen? Ich würde sagen, wir nehmen da mal eher den R8. Ich finde diese Lackierung mal zu geil. Ach, übrigens, wie heißt gestern wurde. Schlussprüfung an der Akademie. Das wird eine wilde Fahrt. Anschnallen. Wie heißt gestern wurde neuer Anno-Teil angekündigt? Und Alter, ich bin absolut gehypt. Anno 117. Dafür werde ich echt gucken, dass ich dafür definitiv Zeit habe, um das zu zocken und auch zu Let's Playen. Ich kam jetzt zu Anno 1800 nicht dazu, ich kam mit der anderen Anno-Teil nicht dazu. Alter. Oh Junge, McLaren! So, let's go. Alter. Jetzt war doof, das war echt doof. So. Aber gerade really?
Alter. Windschatten. Alter. Junge! Was ein Wichser, ey. Alter. Als ob die jetzt wieder so viel schneller sind als wir. Die drei sind so nah beieinander, aber ich komme halt nicht ran an die. Da ist die Runde schon fast rum. Alter, what the fuck? Neustart. Alter, kann der mit der... So. Alter, endlich. Alter. Ich habe da auch einen Fehler gemacht. Ich lag kein Windschatten geben.
hier muss ich die Ideallinie nehmen. Aber das Ideallinie ist ja kein... Als ob da so viel mehr Geschnicker hat als wir. Alter. Okay, dann was denke ich aber nochmal wegen Anno. Ich hoffe, ich passt alles technisch also wird wegen nächsten Jahr, weil ich habe noch echt sehr viele Spiele, die ich eigentlich auch bringen will. Ich habe eine dicke, fette Bucketlist noch. Da stehen auch gefühlt fast alle Annos drauf, mit Ausnahme von 1602, weil ganz ehrlich 1602 kann ich nicht mehr spielen. Das kriege ich nicht mehr hin, das ist ich komme jetzt schon nicht mehr klar. Sonst, ja, kriegt das einfach noch sehr, sehr viel. Ich bin echt gespannt auf Sid Meier's Civilization 7. Weil Kingdom Hearts 1 will ich auch nochmal spielen. Alter. Endlich. So doch ein Achievement für unter 6 Minuten, geil. Aber die ersten 3 waren es Platz, waren innerhalb von 3 Sekunden. Bei der Rest ist alles drüber. Über 6. Okay, der Rest sogar DNF. Wow! Ich sehe mir gerade deine PR-Standdaten an und ich muss fragen, wie ist es, wenn es sowohl auf als auch über dem Boden keinen größeren Draufgänger gibt? Wer ist die Legende? Du bist die Legende! Wow! Das war genial! Warte mal, haben wir jetzt alle Rennveranstaltungen wirklich gewonnen? Wirklich alle? Schade. Bislang? Weißt du, ich habe von diesem Ort geträumt. Buchstäblich davon geträumt. Jetzt ist er
echt und so viel besser, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Bin stolz auf dich, Haley. Du auch, Legende. Hey, was machen wir? Wir haben hier ein 10-stöckiges Hot Wheels Set. Lass uns spielen. Okay, ich habe mir für diese letzten Missionen den Kopf zerbrochen. Maximale Schwierigkeit, maximaler Nervenkitzel. Sie werden dir gefallen. Du kannst auch gleich die schnellsten Fahrzeuge fahren, wenn du schon dabei bist. Das sind im Grunde Raketen mit Sicherheitsgurten. Warte mal, erstmal. Wir finden noch eine Aufgabe hier. Und die können wir jetzt machen. Da haben wir. Ist das die eine Aufgabe? Ja, dann wird auch dabei verfahren, Hot Wheels. Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels. Wir haben Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels. Hot Wheels da. Und zwar das Ding hier. Was hat immer hochgerüstet gehabt? Okay, schneller geht's nicht. Und zwar will ich mal wissen, wie schnell können wir mit dem Dings hier werden, mit dem. Mit dem, wie heißt denn der? Königsegg. So, let's go. Wir werden nur noch langsamer. Trotz Wind. Ich will zwar auch mal mit dem Booster in die andere Richtung. Okay, 480. Schneller geht's mit dem Wagen nicht. Aber eigentlich habe ich. Ah, oder. Oder geht das mal wieder mit dem Fahrzeug nicht, weil wir das Ding getuned haben? Moment. Hot Wheels. Fahrzeuge, Tuning, Speichern. Dann unter Max speichern.
wir hier machen. Wenn wir 5 von 12 schon. So, das Ding noch machen. Jetzt sind wir irgendwie hin, ganz schnell. Wir werden einfach geradeaus durchballern. Kommen wir auf hoffentlich die Strecke hier. Oh nein, nein. Weil die geht ja so. Ich bin wieder zu langsam geworden. Ich hab einen Laser. Wir waren so, wir fangen nämlich jetzt hier hinten an. Ach fuck, das geht nicht mal. Komm, ich weiß, was ich tue. So. Oh, bitte lass er noch 10. Ja, es zählt noch. Ach, bitte bleib noch über der Geschwindigkeit, bleib über der Geschwindigkeit. Das war knapp. Alter. Prozent.
Aber mehr Sachen auf unserer Karte sind ja nicht aufgeploppt. Das heißt, wir haben keine, wir haben nur das hier als Sommerveranstaltung oder Seasonveranstaltung. Aber alles andere. Das ist alles so, alles so Multiplayer-Dings, darauf habe ich keinen Bock. Okay, dann war es aber auch schon hiermit. Dann war es aber auch tatsächlich schon. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zu Dings zurück. Nein, ach nee, 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 nee. Ich habe vergessen, ich will noch die eine Herausforderung machen. Aber dann war's da. Ich würde einfach mit Forza Horizon. Bei der Fangen mit Horizon 4 erst nach der Sommer, nach der, das hat Sommerpause an. Er will jetzt noch nicht so ganz mitbekommen, wird, dass sobald FA 2012 auch fertig ist, geht es ja erstmal bis September oder so, ja, mache ich mal ein bisschen weniger Content. Okay. Den Bereich kenne ich. Gab's schon immer? Der Bereich ist mir aufgefallen. Ja, warte, ich muss da mal wieder zurück nach, zur Hot Wheels-Karte. Aber als ob das so laggt. In dem fucking Ladescreen. Beim Fahren geht's. Mit der machen wir noch die Aufgabe. Noch. Und danach würde ich da sagen. Na, wir können die anderen Sachen mal gucken. Okay, ist eine Meisterschaft. Okay. Berlinetta, na, wir können GTO nehmen. Der GTO ist gut. Ein drittes DLC hätte ich aber auch gefühlt für das Game. Bin ich ehrlich. Also dann machen könntest du auch die ganzen anderen Fahrzeugpacks holen oder so. Ich werde zumindest die Season mal ein bisschen im Auge behalten, was es noch schön als Seasons gibt. Sind das auch gerade GTOs?
finde, die Rennen können echt ein bisschen kürzer sein von der Rundenzeit her. Ich hoffe, dass das nächste wieder Sprintrennen sind. So. So, die brauchen noch ein bisschen. Die anderen. Ja, für ein gutes Polster, ja. So. Aber ich bin auch mal gespannt, welche das Playreihen noch als nächstes noch kommen. Ich vermute mal, es wird F1-13 bzw. eigentlich R14, weil F1-2013 finde ich von der Fahrphysik absolut schlecht. Ich komme überhaupt nicht klar. Und Horizon 4, schätze ich mal. Wobei ich weiß gar nicht, ob Horizon 4 so großartig DLCs hatte. Bei Horizon 3 weiß ich, da gab es auch wieder Hot Wheels. Ja, wir mal gucken. Dann will ich Anno machen. Dann Life is Strange eigentlich noch. GTA 5 will ich eigentlich mal Let's Playen, bevor GTA 6 rauskommt. Skyrim machen wir ja, nach Skyrim kommt ja Oblivion. Da wir vielleicht ein bisschen was zu, ein bisschen mal ESO reinschauen, auch wenn das Spiel bei mir gerade nicht funktioniert. Da mal ein bisschen Content vielleicht zu ESO bringen. Ja. Need for Speed in ein paar Teile. Und das sind alles Teile, die ich vorher nie gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nur die beiden anderen. Ich glaube, Underground habe ich gespielt und glaube ich Most Wanted. Meine ich. Deswegen halt dann Need for Speed auch generell. Boah, ich
Ich weiß nicht, was alles darauf ist. Jetzt Kingdom Come, durchaus den ersten Teil, weil irgendwie das Corvette irgendwie. Ja, ich habe den Game nie mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich habe halt nur halt bei jetzt durch Dings gesehen, durch den Trailer hier bei dem Summer Game Festival, dass Kingdom Come 2 rauskommt und das hat mich schon interessiert, muss ich sagen. Ja, mal gucken jetzt. Ich habe also eine relativ große Bucketlist. Bunny Track Bunny hatte ich auch wieder Bock drauf. Habe ich seit längerem nicht mehr angerührt. Aber liegt auch daran, weil das neueste Trackmania ist nicht so meins. Ja. Weil da musste was machen und das hat eigentlich alles so eher. Ja, nicht mehr so wie früher, sondern einfach nur Geld ausgeben. So, 8-3. Ich mach mal kurz zusammen, ne? Ich mach einfach ganz kurz. Ich hoffe, das Thumbnail ist gut geworden. Ja, ich find's nicht schlecht. No way. Einer hat das Ziel geschafft, der Rest kommt mit Disqualy. Yeah, what the heck. Eine Runde mehr, der letzte auch können. Als ob dafür Punkte kriegen. Was sollst du dafür Punkte kriegen? So, nächstes Rennen, ich glaube, das ist aber auch wieder, ist aber auch wieder der Runde. Ich hoffe, es ist Sprint. Und wir jetzt dann aber in der Sommerpause, wie gesagt, Skyrim wird trotzdem noch jeden Tag eine Folge kommen. Und ab September, Oktober wird es dann wieder 2 bis 3 Videos dann am Tag geben. Vor allem nächstes Jahr kommt auch schon noch ein neues Pokémon-Spiel raus. Legenden ZA. Das vergesse ich auch. So. Komm, ich will Windschatten. Danke.
Nee, aber ich werde mal gucken, wenn ich mal die Bucketlist ein bisschen was mache. Vor allem halt Dragon Quest 11 steht auch noch drauf, Dragon Quest 9. Dann soll in Zukunft auch Dragon Quest 12 kommen, da weiß ich bloß noch nicht, wie es. Da gibt es glaube ich noch nichts wirklich aus, dass es angekündigt wurde. Aber noch kein Gameplay oder sonst irgendwas, sondern nur ein Bild. Aber mal gucken. Oblivion halt, Morrowind. Dann noch, wie heißt Oblivion, Morrowind, Daggerfall, Arena. Die ganzen Elder Scrolls Teile. Dritter Platz wird immer ausreichen mit 12 Punkten. Und? Schade. Ups, ne? Das letzte Rennen von der Veranstaltung ist da. Auch wieder ein Sprint, okay, gut. Dann habe ich dann mal rüber ins Rallye-Abenteuer nochmal. Gucken, ob wir da auch die ganzen noch Ziele gemacht haben. Und wir sollten mal gucken, was wir noch alles dann so, so dann September, Oktober, November, Dezember machen. Ein guter Start. Alter, easy vorbei, what the heck? Der GTO ist gut. Ich sollte bemerken, nicht mal die Hupe, den Knopf wegmachen. Ich tritt zu gerne auf einfach die Hupe. Ich aktiviere zu oft die Hupe. Alter, what the fuck? Wo ist die KI?
noch 230133. Alter. Achtzehn Sekunden schwer, der zweitplatzierte, ey. Nice, und wir haben einen Honda. Bisschen was ein Hoden. So, was sagt Festival? Wie viele Punkte haben wir hier generell? Wir haben 235. Die Autos haben wir ja. Eigentlich können wir es echt für nächste Season sparen. Das Ding könnten wir noch machen eigentlich. Schatz, gab es ja diese nicht, die Schatztruhe. Okay, Rallye-Anteil haben wir auch. Also wir haben alles. Also nur noch die normalen Aufgaben, die ich jetzt so machen könnte. Sender ein, okay, Geschenk versenden. Lackiere Karosserie. Okay. Das ist aber irgendwie alles so ultra einfache Aufgaben. Gut, da würde ich sagen, aber danke fürs Zusehen, bis ihr gefallen habt, wenn ihr die Wörter vergesst, die Karte bin. Und ja, dann mal gucken. Forza Horizon 5 ist was jetzt erstmal. Außer, ja, ich werde mal vielleicht ab und zu ein bisschen, mal ein paar Videos noch bringen zu, was dann so Neues ist, was da generell noch so, ja, was da alles so für noch für Season kommt, noch ein bisschen Fahrzeuge oder so mal. Ab und zu mal, aber erstmal, ja, haben wir jetzt doch, glaube ich, F1. F1 dürfte noch laufen. Und sobald F1 2012 auch durch ist, gibt es dann erstmal bis September eine Sommerpause. Wobei halt, wie gesagt, immer noch täglich Skyrim. Beziehungsweise, wobei August. Nicht vergessen. Star Wars Outlaw. Also da wird es dann auch schon wieder zwei Videos geben. Deswegen. Bei Outlaw würde ich halt auch definitiv machen. Das ist auch auf der Bucketlist, ist mit einer höheren Priorität, deswegen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und ja, nicht vergessen, Sommerpause. Wenn F1 2012 durch ist. Wie gesagt, vergessen, Kanal zu abonnieren, verpasst nichts mehr. Bewertet gerne das Video. Ciao, ciao.